Was heißt denn hier lange gedauert? Ich bin ganz brav. Hab keinen Tag versäumt, außer 6 oder so. Das ist, wenn er blinzelt, dass die ganze Brille immer sich verschiebt. Oh, sie ist gerade nicht nur traut. Oha, oha, jetzt kommt die Briefeflut von der anderen Stadt. Oder? Bin mal gespannt, ob die schreiben von der anderen Stadt. Ah, Doro ist die, die weggezogen ist. Die olle Nase. Claudi, kleines Ding. Hallo Claudi, du flippst aus, wenn du das hörst. Ich bin nach Midgard gezogen. Ich weiß, es ist etwas weit. Aber such mich mal. Tschüss, Doro. So, wir nochmal hier. Ach, die Edge. Die Stalker Edge. Der Tom Nook. Und nochmal da. Olivia! Hallo Claudi. Wie hat dir Midgard eigentlich gefallen? Gut? Was für Musik hört man so bei euch? Hier fast nur industriell. Bleib mal länger. Deine Olivia. Industrial. Industrial. War das Industrial Techno? Heißt das extra Techno hinten dran oder einfach nur Industrial? Weil, ganz ehrlich, ich habe da einen. Manches ist richtig, richtig geil, aber selten, dass es mir gefällt, weil das, was ich gesehen habe, so ist nicht so wahnsinnig profimäßig gemacht worden. Und das andere, was mir gefallen hat, das ist, glaube ich, eigentlich nur wegen dem Lied. Weil das Lied einfach abgeil war. Und dann den in der U-Bahn-Station eben darum zu fuchteln, hat immer zwar nur die einselben Schritte gemacht, aber das sah richtig cool aus. Vielleicht ist es aber auch, weil es das allererste Video sah, war, das ich eben von diesem Art Genre gesehen habe. Das fand ich deswegen vielleicht auch ein bisschen beeindruckend. Jedenfalls, weil ich dann eben versucht habe, auf YouTube noch zu suchen, war alles irgendwie Müll. Also das war so ein bisschen gemurksig. Ich weiß auch nicht. Also der Typ, der hat mich wirklich schon beeindruckt. Das hat sehr cool ausgesehen. Der war auch relativ im Takt. Es sah flüssig aus. Und wie gesagt, das Musikstück war cool. Und auch die Location. Also die Lokalität, die er sich da ausgesucht hatte, diesen Ort, das ist in einer U-Bahn-Unterführung oder Straßenbahn-Unterführung kann es auch sein, weil in Ludwigshafen kenne ich das ja von Straßenbahn, da gibt es auch so eine Unterführung, da zieht es wie Hechtsuppe, da ist es immer arschkalt. Und in Frankfurt ist es auf jeden Fall so, dass wir da irgendwo, ich weiß nicht, das muss eine Straßenbahn gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zug war. Auf jeden Fall, dort wo der Frankfurter Zoo ist, dort ist nämlich die Station wunderschön gefliest, gekachelt. Und da sind Tierbilder von dem Zoo. Also ich meine, es war auf jeden Fall eine Giraffe dabei. Das sah natürlich richtig cool aus. Das macht schon viel aus, wenn da irgend so ein Mosaik gekachelt irgendwo ist. Ne? Das ist schon geil. Mein Vater war auch ganz stolz, hat mir dann erzählt, weil er der Plattenbeleger hat er gelernt. Und hat irgendwo seine Abschlussarbeit hat ein Mosaik gestaltet, hier in dieser Stadt. Ich weiß jetzt aber zum Verrecken nicht mehr wo. Und da war er auch ganz, ganz stolz. Ja, das ist was, das ist schon was, ne? Das hat was von Kunst im Grunde genommen. Ich meine, Fliesen verlegen ist schön und gut, solange sie eben gerade sind, sodass man sich nicht die Zehen aufschrammt in der Dusche. Viele liebe Grüße an meinen Papa. Und, oder halt auf dem Balkon, wo er die Fliesen verlegt hat, wo dann das Wasser im Sommer steht. Beziehungsweise eigentlich dann, wenn es regnet. Nicht unbedingt im Sommer. Liebe Grüße gehen auf Wolke 7, an Wolke 7. Da denkt man dann halt immer irgendwie an ihn, ne? Halt ein bisschen ungünstig in dem Fall, weil er nicht so akkurat gearbeitet hat, aber so ein Mosaik ist schon was Geiles, ne? Das bringt schon Freude. Das ist Kunsthandwerk halt. So,
nur ich habe nicht wirklich Lust, die alle anzuquatschen, weil ich vor allen Dingen gestern ja so viel rumgewuselt habe und gewurschtelt habe und... Ach komm, dich reden. Ich sterbe vor Hunger, Baby. Wenn ich nichts zu essen bekomme, flebe ich aus. Ich meine das total ernst. Ich habe vorhin an meinem Brot abgebissen. Ich bin jetzt irgendwie... Boah. Das trocknet jetzt unten vor sich hin. Ich werde gleich Mittagessen. Hä? Wer bist du? Oh Mann, du kommst gerade recht, Baby. Was mit, was für ein Zelt mitgebracht? Nee, natürlich nicht. Worum geht's? Ich habe Langeweile. Ah, heute wäre ich super Tag für eine Party. Ich würde sogar einen Kartoffelsalat mitbringen. Das ist auch eine geile Idee. Ich habe ja noch Kartoffeln. Ich habe mich gestern nicht gemacht. Gestern hatte ich dann doch keinen Bock auf Kartoffeln. Ich habe nämlich mir ja gestern frisches Brot gekauft und so ein Butterbrot ist schon rrr, ne? Rrr. Und ich hatte ja auch gestern schon Salami und jetzt, wenn ich drüber rede, kriege ich wieder Sabber ins Maul. Und das werde ich heute auch machen. Habe ich gemacht. Habe ich mir vorhin geschmiert und unten bereitgestellt. Nur mal kurz hier reinhüpfen. Aber so ein Kartoffelsalat, ja doch. Ich weiß nicht, habe ich noch Fischstäbchen? Ich glaube nein. Ich habe auch keine Tintenfischringe mehr. Aber ein Kartoffelsalat geht auch alleine, ne? Oh. Das selbstgemachte Mayonnaise. Meine ist dann nämlich ein bisschen arg flüssig, weil das Zeug, was du so im Glas kaufst, also das ist ja, das steht ja. Das kannst du ja so, das Glas kannst du umkippen, dann macht's flump und dann steht er da und wackelt wie ein Wackelpeter so durch die Gegend. Aber ich gehe mal davon aus, das sind irgendwelche Zusatzstoffe, die man da so reinschmeißt, die dazu führen, dass das Ding irgendwie so ein Eigenleben entwickelt, so einen eigenen Willen entwickelt. So Glasmayonnaise ist sich, glaube ich, ihrer eigenen Existenz bewusst. So viel Widerstand, wie die entwickelt. Und meine ist halt, meine ist auch gelblicher, habe ich gemerkt. Weil da ist ja schließlich ein gescheites Ei drin, ne? Also, warum Mayonnaise weiß ist, das kommt durch die Emulsion, durch die Luftbläschen, das ist mir auch klar. Also muss in einer professionell fabrizierten Mayonnaise muss unfassbar viel Luft drin sein, dass das so weiß ist. Und dann mache ich mir die mal lieber selber. Vor allen Dingen, meine schmeckt auch besser. Ich habe mal bei meinem Stiefpapa, habe ich mal bis so eine aus der Quetschflasche gegessen. Und ich hatte gedacht, ach komm, gönnst du dir ein bisschen Mayo aufs Brot, auf die Salami, aufs Salamibrot oder aufs Käsebrot. Es schmeckt das ja göttlich, ne? Und ich hatte die da so drauf und dachte mir, als ich reinbiss, das schmeckt ja nach gar nichts. Also das lohnt sich ja gar nicht, das zu essen, weil Mayonnaise hat doch unfassbar viel Kalorien, aber wenn es nach überhaupt nichts schmeckt, dann ist das doch witzlos. Also, hä? Und es ist mir ehrlich gesagt in letzter Zeit auch aufgefallen, dass so eine ganz normale gekaufte Mayonnaise im Glas jetzt auch nicht so der Brüller schmeckt. Und ich dachte noch, das liegt bestimmt dran, dass du alt wirst. Meine Oma hat nämlich auch den Geschmackssinn verloren nach einer Zeit. Sehr tragisch, weil... Also, ich meine, Essen ist eine wundervolle Tätigkeit, ne? Also, wenn du das dann nicht mehr schmeckst, das ist schon tragisch bis furchtbar. Und da habe ich mir dann eben selber Mayonnaise gemacht und die schmeckt so gut, dass ich das dann halt beibehalten habe, dass ich die dann immer nur noch selber mache, weil... Also, wenn es sich nicht lohnt, wenn es sich von nett lohnt, irgendwelche Dinge vom Supermarkt mit nach Hause zu tragen, dann lassen wir es einfach im Supermarkt. Meine Güte, ich habe so viele Briefe geschrieben, dass ich tatsächlich so langsam in Bredouille gerate mit meinem Briefpapier. Das habe ich schon lange nicht mehr benutzen müssen hier, das, was ich hier immer in petto habe. Das ist schon... Uhu, würde Eugen sagen. Uhu. Süßchen.
Ich freue mich ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen. Ne? Die Geräusche von den Hühnern, die die Nachbarn sich anschaffen werden, auf die freue ich mich schon irgendwo. Jedes Mal, wenn ich unten im Wald spazieren gehe und höre dann den anderen Nachbarn, der einige Straßen weiter unter mir wohnt, sodass ich die nicht wirklich gewahr bin, nur wenn ich eben durch den Wald spazieren gehe, und dann weht eigentlich auch nur der Wind, weht so ein bisschen das Hühnergegacker runter. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf, ne? Wenn so viel Kram hier bei uns ist. Ne? Das fände ich schon geil. Fände ich schon cool. Meine Oma hat mal erzählt, die hätten sich sogar in ihrem Garten, also nicht in diesem Garten, sondern tatsächlich da, wo sie früher gewohnt hat, das ist so Luftlinie, würde ich sagen, 2 Kilometer, vielleicht auch 3 von hier entfernt. Und die hatten sogar eine Ziege. Und Ziegen sind ja, die fressen ja eher Hecken. Also die fressen nicht Gras, die fressen eher Hecken. Die sind ja mehr für dieses, ihre Zähne sind ja mehr geeignet für richtig so feste Kräuter und karges Land. Und Schafe sind ja dann eher für das weichere Gras zuständig, sodass sie sich im Grunde genommen ja nicht ins Gehege kommen. Das finde ich schon cool. Aber, also ich würde mir hier natürlich keine Ziege anschaffen, nur weil ich zu faul zum Hecke-Schneiden bin. Das werde ich nicht tun, weil die stinken wie Bolle. Aber so Enten, Laufenten, Gänse oder sowas, das fände ich schon geil. Aber wenn ich mir noch nicht mal im Moment zutraue, eine Katze anzuschaffen, dann werde ich das auch tun, die es nicht mit Nutzvieh machen. Die Heidi! Och Gottchen! Hast du einen riesen Schädel? Oh, sie guckt schon ein bisschen missmutig. Heidi, so heiße ich, Knutsch. Was soll ich lange drum rumreden? Okay. Und du bist Claudi? So heißt du? Toll, dich kennenzulernen. Knutsch. Okay. Hallöchen. Sehen wir uns schon wieder, Claudi? Egal, was gibt's, Knutsch? Sprich mit mir? Ich wundere mich schon länger, was passiert denn mit Bäumen, wenn sie gefällt werden. Warum lösen sie sich einfach in Luft auf, wenn sie aufschlagen? Der Stumpf ist noch da, aber der Baum verschwindet. Ist das nicht seltsam? Ja, du bist ja knuffig. Jetzt ist der Hase weg, jetzt habe ich einen schwarz-weißen Kuh. Für jeden Tag! Ach Gott, Mu macht er, der macht Mu. Geil, was bist du für einer? Ah ja, kann man ja nicht sehen, ne? Schade. Das finde ich witzig. Das gefällt mir. So, warte mal. Doro ist aber die einzige, die weg ist, ne? Also hier 3. Heidi, Bulle, Jens, Bolle, Verona, Hanne, Helmut, Lana, Gerard, Marius, Gaston, Jacques, Jeanette, Prinz und Katja. Alles klar, alles klar, alles klar. Ist keiner von denen abgehauen. Gut. Also wir sind jetzt hier im Status Quo. Scheiben das. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach, hier unten? Okay. Hier unten ist wieder Highlife, ne? Also vorher war es so, dass Jens und Bolle die einzigen noch waren und jetzt wird es hier wieder voll. Und hier unten ist irgendwie nie was, ne? Hier unten ist doch, glaube ich, irgendwo ein Schild, aber ich glaube, da wohnt nie einer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da mal einer wohnte. Das ist tatsächlich so sperrfreie Zone, da wo die Polente ist. Ja. Und hier unten sind dann bis zu 3 waren mal hier unten auch. Und hier können bis zu 2 sein. Mehr war hier auch, glaube ich, noch nicht. Hier können bis zu 4. Hier auch 4. Ne, 5 sogar. Also die 3 Dinger, da sind es insgesamt 4. Der denn zähle ich zu diesen 3 hier mit. Ja gut, manche Schilder müssen auch übrig bleiben für die Besucher, ne? Für Grazias Schlitten, für
diese schmutzige Karre, die ich immer wischen muss. So, habe ich noch... Achso, Fische kann ich noch wegbringen. So, von denen habe ich jetzt wirklich niemanden richtig angequatscht. Denn Jens halt, okay, aber das war's dann auch. Lassen wir auch für heute, ne? Mal nicht übertreiben. Mal eine 15-minütige Session. Das reicht vollkommen. Ich will noch dran denken, am 20. war es, glaube ich, das Sportfest, ne? Ich meine, es wäre ein Freitag, könnte aber auch ein Donnerstag sein. Jut. War ich an der Mülldeponie? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, im Fall. Nee, war ich nicht. Sonst würde da. Jo. Habe ich noch. Drei Briefe habe ich. Ja, komm. Die schreibe ich auch noch. Die schicke ich auch noch weg. Hier liegt wahrscheinlich wieder jede Menge Zeugs auf deren Tresen. Oh, doch nicht. So. Wir haben jetzt in Wahrheit 12 Uhr. Jetzt gibt's Essen. Oder wie mein Opa zu sagen pflegt, um 12 Uhr wird guess, ob gekocht ist oder nicht. Heute ist nicht gekocht. So. Unterbärchen.